Leute, da sind wir auch schon wieder mit einer weiteren Folge von Let's Play Advanced Wars. Wir waren gerade dabei, bestehende Daten zu überschreiben. Ja, von mir aus. Es gibt mir Zeit, mir nochmal schnell was zu trinken einzugießen. Moment. Weil mein Hals und so. Kennen wir ja. Wer ist das? Es begann alles mit Olafs Invasion auf Orange Star. Dabei wurde Andy gesehen, der Ausfälle in andere Länder leitete. Du hast ihn selbst gesehen, stimmt's? Und kommt es nicht auch alles äußerst merkwürdig vor? Also, wenn du mich fragst. Du siehst, worauf ich hinaus will? Orange Star könnte gar nicht überall einfallen, während es gleichzeitig versucht, Olaf zurückzudrehen. Das ist die Anomalie, die ich dir bewusst machen wollte. Unglaublich, das ist ja schlimmer, als ich dachte. Offensichtlich kann unser mysteriöser Gegner Klone erschaffen. Wir sind offenbar auf einige Andy-Imitate getroffen. Was für eine Teufelei. Ich muss noch mehr Puzzleteile finden und weitersuchen. Wie sehen deine Pläne aus? Ich kann diesen Wahnsinnigen nicht frei herumlaufen lassen. Ich suche ihn und besiege ihn. Es ist deine Entscheidung, Igel. Fliege wohl, Fürst der Lüfte. Viel Glück. Find him and slay him. Ja, ich würde mal sagen, wenn wir gegen einen Andy-Klon kämpfen, dann kämpfen wir mit Andy. Jedenfalls hat er was gesagt von Andy-Klon. Andy mal zwei. Ja, okay. Wir kämpfen anscheinend wirklich gegen Andy-Klon. Tag 1. Igel! Andy, nimm bitte meine Entschuldigung an. Verzeih, dass ich an dir zweifelte. Was zum... Das bin ja ich und ich hab Husten. Ja, ja. Das ist der Klon, den unser immer enigmatischer Gegner konstruiert hat. Mit ihm griff er mehrere Länder an und begann mit Green Earth. Meinst du das ernst? Du hattest Probleme durch mich, aber lass uns nun Seite an Seite kämpfen. Die grünen Einheiten gehören zu mir. Ich kümmere mich um die Flugeinheiten des Gegners. Das verschafft dir Zeit für einen Ausfall und Sturm auf sein Hauptquartier. Okay, Leute, wir haben das erste Mal Chance, zwei Einheiten auf unserer Seite, oder das erste Mal, dass wir zwei Einheiten auf unserer Seite haben. Als allererstes werden wir gucken, wie weit sein U-Boot reicht. Okay, so weit, das heißt, wir stellen... Warte mal, wie weit ging das jetzt? Bis dahin. Okay, das merken wir uns und stellen wir... Okay, dann können wir unser Schliff dahin stellen. Damit wir nächste Runde ihn angreifen können. Hat er hier noch mehr Schiffe? Ja, die da oben. Die sollten wir auf jeden Fall... Naja, ich weiß nicht. Wenn er mit seinem Kreuzer, dann sollten wir vielleicht doch lieber... abtauchen. Okay, wir versuchen hier rüber zu gelangen. Allerdings hat er relativ... viele Einheiten, die aber nicht so weit runter können. Sehr schön. Das verschafft uns Zeit. Das ist das Hauptquartier von Green Earth und wir fliegen erstmal nicht so weit. Würde ich sagen, wir fliegen erstmal bis dahin. Den stellen wir dahin, genau. Wir müssen uns ein bisschen taktisch aufziehen. Das wird etwas schwieriger jetzt. Gucken, was das für ein Freak ist, dem wir hier so begegnen werden. Und was der so kann. Ich meine, wir kämpfen anscheinend gegen Andy. Und was Andy kann, wissen wir ja eigentlich. Er hat mir dort so viele Einheiten, als ich dann Elbot nutzen kann und möchte. So, Tag 1. Er wird dafür büßen, Igel hinters Licht geführt zu haben. Okay, Igel steuert seine Einheiten autark und kümmert sich, was für uns natürlich relativ gut ist, erstmal um die Bomber, denn da wir nur eine Lufteinheit haben, ist es nicht ganz so wichtig, die Jäger zu vernichten. Für Igel natürlich, doch sehr wichtig. Ja. Igel wird uns noch sehr nützlich sein mit seiner Spezialpower auf jeden Fall. Oh, was freue ich mich darauf,
Im zweiten Teil kann man ihn halt wirklich selber öfter mal spielen. Und generell, es gibt so schöne oder so gute Charaktere. Kid von Blue Moon oder halt Eagle von Green Earth oder... Wer ist denn eigentlich der dritte bei Green Earth? Eagle? Ich weiß es nicht. Ich weiß, wer der dritte bei Blue Moon ist. Das ist Colin. Und der dritte bei Yellow Comet ist dieser alte Heli-Typ. Aber wer ist denn bei Green Earth im zweiten Teil? Ich habe keine Ahnung. Also Leute, wenn ihr das wisst, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Maelstrom, meine Widersacher bald. Was? Zerstöre volle Macht sie all. Energie zuvor aktiviert, Supertuning eingeleitet. Ja, okay, er kann natürlich die gleiche Fähigkeit einsetzen wie Andy, das heißt das Supertuning. Seine Einheiten, von denen nur eine angeditscht wurde, sind jetzt etwas repariert, leider. Steigt auch die Angriffskraft minimal, was zum Beispiel hier dem Bomber sehr wehtun sollte, genau. Auch dem Bomber sollte es relativ an den Kragen gehen. Aber Eagle hat noch seine Jäger und der Vorteil ist, das ist natürlich, jetzt sind die Bomber von Eagle weg. Wenn Eagle jetzt so angegriffen wird, kann er seine Jäger im nächsten Zug zweimal verwenden. Und da seine Lufteinheiten sowieso etwas stärker sind als die Lufteinheiten anderer Leute. Also die Fähigkeit von Eagle wirkt sich halt wirklich dahingehend aus, dass er alle... Ja, er kann U-Boote angreifen, genau, aber nur wenn sie außerhalb... Genau. Da wir keine Bomber mehr haben, werde ich mich jetzt um die Einheiten kümmern. 49%, das sollte reichen. Tschüss, Andys. Ja, Eagles Spezialpower lässt alle Einheiten nochmal ziehen, außer Fußeinheiten, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, ich will nicht speichern, ich wollte Info, Co, genau. Alle Einheiten aus der Infanterie, die warten, können nochmal ziehen, doch ihre Leistung sinkt dann etwas, sie sind also etwas schwächer. Dürfen aber, wie gesagt, nochmal ziehen und das kann schon manchen Kampf entscheiden. Ah, verdammt. Ja, ich werde jetzt einfach trotz allem sein Elbow angreifen, damit er keinerlei Chancen hat, das Elbow zu nutzen. Auch wenn ich befürchte zu wissen, was er vorhat. So, Einheit einnehmen. Einnehmen. So, mit denen kann er nicht viel machen. Ich will seine Einheiten erstmal etwas näher rankommen lassen. Und eventuell später einen Ausfallschritt wagen. Deswegen, wie weit kommt der? Okay, den könnte er angreifen, deswegen werde ich da jetzt nicht hinziehen. So, Eagle kümmert sich um seine Flugeinheiten, das ist sehr gut. Erneut erweist er uns einen großen Dienst, auch wenn er nicht mehr lange mitmachen wird, wahrscheinlich. Wobei... So wie es steht und der, wenn er angreift, ist er schon etwas besser drauf, als wenn er angegriffen wird. Das ist clever genutzt, das ist sehr schön. Das heißt, er wird wahrscheinlich jetzt seine Jäger runterschießen. Das heißt, wir haben mit unserem... genau, das heißt, wir haben dann mit unserem Kreuzer besser... nicht Kreuzer. Wir haben mit unserem T-Heli bessere Chancen. Ach, wenn man noch reden könnte, das wäre echt schön, ne? So, wir sehen das, normalerweise hätte der die jetzt auf mindestens 2 runtergeputzt. Der Zug, der ist mir nicht ganz verständlich, muss ich sagen, denn wenn er mit der größeren Einheit angreifen würde, würde er auf jeden Fall mehr wegruppen.
Weil den wird er jetzt bestimmt nicht... Nee, kann er gar nicht. Vollständig besiegen. Das ist etwas schade. Er hätte nämlich, wenn er mit den Zehnern angegriffen hätte, auf jeden Fall beide... beide Jäger weggehauen. Okay, Andy konnte in der Runde nichts sammeln, weil er seine Gabe aktiviert hatte. 5 gegen 2 ist klar. Übrigens sehen die, die Jäger bei Green Earth richtig gut aus. Ich überlege gerade, ich glaube bei Green Earth sieht sowieso alles am coolsten aus. Okay, das waren nur 4, die noch übrig blieben. Okay, jetzt kommt er natürlich, das war klar. Das war zu erwarten, wenn ich ehrlich sein soll. Allerdings brauche ich es nur, um das da hinten noch zu töten, sage ich mal so. Um mich dann jetzt nicht weiter so doll darum zu kümmern. Wichtig ist, dass ich sein Schlachtschiff hier etwas demoliere. Das kann er nicht verhindern. Da hätte Eagle mit seinem Bomber besser haushalten sollen. Leider hat er das nicht getan. So, der könnte den angreifen. So, wie weit kommt der denn? Der käme dann bis hierher maximal. Okay, das heißt, der kann auf jeden Fall nicht so weit, wie er gerne wollte. Was wir jetzt tun, ist natürlich etwas sporadisch alles abzuriegeln. Ich werde noch gucken, Eagle wird es wahrscheinlich in dieser Runde schaffen, seine Flugeinheiten zu zerstören, wenn ich ihn also hier unten in einem Kampf verwickeln kann. Dann wäre das schon ziemlich gut. So, Eagle zerstört. Bam, das war der. Ach, ich wollte gucken, wo mein Mute-Knopf ist. Das ärgert mich so ein bisschen. So, das stecken wir uns gleich mal hier an den Bildschirm ran. Um es total zu irritieren. Nee, das geht nicht. Ich muss das hier so lassen. Also. Das war klar. Allerdings interessiert mich das auch nur so nebenbei. So, erstmal ärgert mich das hier, weil das werden wir wahrscheinlich nicht, genau, nicht ganz runterbekommen. Das hätte nicht sein müssen. Zweitens mal haben wir dort noch einen Jäger mit 4. Der kommt bis wohin? Bis dahin. Das heißt, wenn ich den dahin schicke, dann kann mich sein Jäger nicht erreichen. Sehr schön. Der kann das nicht abdecken. Der könnte das abdecken. Das heißt, wir werden den töten. Dann werden wir hier hinten rumziehen. Und eventuell eine Landungskavallerie zusammenstellen. So. Mal sehen, was er jetzt versucht.
So, was macht Eagle? Eagle zerstört seinen Jäger. Denke ich mal, genau. Danach kann Eagle nicht mehr viel tun. Ich staune, dass der Gegner keine Luftabwehr hat. Das ist doch ein wenig beeindruckend. Okay, er versucht das Gebäude einzunehmen und ansonsten dachte ich mir. Er könnte jetzt die Kampfpanzer noch ein bisschen weiter runterziehen, das wäre sehr nett. Genau, sehr schön. So, wie ist denn das eigentlich? Werden meine Einheiten stärker? Nee, also hier steht nichts da. Deswegen werde ich mir das noch ein bisschen aufsparen. Genau, sehr schön. Warten. Da ist sein U-Boot tot. Könnte man so sagen. Sein U-Boot, sein Schlachtschiff. Und wir warten hier auf die nächste Runde, um ihm möglichst viel Schaden zuzufügen. Dass er dort ein Gebäude hat, ist eigentlich gar nicht mal so gut. Denn mit diesem Gebäude kann er seine Einheiten heilen. Ja. Tschüss, Landungsboot. Ich brauch dich eh nicht, wollte ich beinahe sagen. So, jetzt greifen wir erstmal den da an. Drrr. So, jetzt wagen wir uns mal hier raus und greifen den damit an. Was erstaunlich gut funktioniert hat. Von dem ordentlich Schaden raus. Ohne selber Schaden zu nehmen, was auch erstaunlich gut funktioniert. Und das U-Boot, das interessiert mich jetzt nicht so sehr. Was kann er mir noch nehmen mit dem U-Boot? Mein U-Boot ist soll er ruhig versuchen, kloppen lieber da noch Schaden raus. Denn er kommt mit keiner Einheit dort ran. Und sicherheitshalber sperren wir hier auch noch mal ab. Dann würde ich sagen, fliegen wir noch mit der Einheit da hoch. Und fahren mit unserem U-Boot da runter. Ja. So. Besiege alle Einheiten oder besetze sein Hauptquartier. Ich denke, die Mission ist klar. Ohne Rücksicht auf Verluste besetzen wir sein Hauptquartier, weil er meine Einheiten da vom Berg geschossen hat. Und das ist nicht nett. Sowas macht man nicht. Bam. Andy gegen Andy. Sowas kennt man sonst nur aus dem freien Spiel. So, jetzt haben wir dort etwas belegt. So wie Brote. Ich werde niemals gegen einen Klon verlieren. Das werden wir in der Tat nicht. Wer sind wir denn? Also außer, dass wir Andy sind, was wir natürlich wissen. Würde ich sagen, 48 Schaden. Kloppen wir mal gerne rein. Dann wollen wir da oben sowieso kaum noch was übrig haben. Ah, schade. Kloppen wir da nochmal 48 Schaden rein. Genau. Gucken, ob wir damit durchkommen. Ja. Geben dem Ration, damit er noch länger überlebt.
Hauen dem da ein bisschen was rein. Es ist halt der Unterschied, die Mecheinheiten sind etwas stärker. Schicken den zurück, schicken den auf den Berg. Und dann würde ich sagen, gucken wir in der nächsten Folge, wie dies Ganze hier ausgehen wird. Ich würde sagen, bis dahin und tschüss.